Nun wollen wir uns dem Worte Gottes zuwenden und aus der Heilsgeschichte Israels hören. Daniel 9, Vers 25, Vers 26. Jetzt kommt die Wende. Er, Vers 27, wer ist dieser Er? Na, der Fürst, der Jerusalem und das Heiligtum zerstört hat. Er aber wird vielen den Bund stärken. Moment, der Fürst, der Jerusalem zerstört hat, der stärkt den Bund wem? Na, den Kindern Israel. Wieso den Kindern Israel? Er wird vielen den Bund stärken. Ach, eine Woche lang? Hier haben wir ja plötzlich die Woche. Die Woche, die sieben Tage, die uns hier oben fehlen. 490 sind es eigentlich. 483 haben wir. Jetzt kommt plötzlich die eine Woche. Wann? Na, nach dieser langen Zeit, wo Jerusalem wies war, wo 2000 Jahre um Jerusalem gekämpft ist. Jetzt haben wir diese Woche, sprich sieben Jahre, die haben wir plötzlich hier hinten beim Antichristen. Zweimal dreieinhalb Jahre. Das ist in Daniel 4, die sieben Zeiten. Das ist jetzt hier in Daniel 9, eine Woche lang. Mitten in der Woche, eine Woche, sieben Jahre, mitten sind dreieinhalb Jahre. Das haben sie hier. Was ist dann? Dann wird das Opfer aufhören, das Speisopfer bei den Flügeln, im Tempel, wo die Cherubim sind, bei den Flügeln werden stehen, Groll der Verwüstung. Das ist also der Schlüsselvers für die große Trübsal, für den Antichristen, der den Groll der Verwüstung im Tempel, der in Jerusalem gebaut wird, der dritte Tempel, den die jetzt bauen wollen. Und er, der Fürst, der ist ja vom letzten Weltreich, aus Rom, wir sagen von den vier Weltreichen, das ist der Antichrist, der stärkt Israel den Bund. Warum? Na, Israel macht doch mit ihm einen Bund, einen Siebenjahresbund. Weil die Israelis immer im Alten Testament mit jedem König einen Bund machen. Mit David haben sie einen Bund gemacht in Hebron. Sei du unser König. Israel macht mit dem Antichristen einen Bund. Er kennt den Antichristen als ihren Messias und König an. Und er berauscht sie und bejubelt sie. Und dreieinhalb Jahre geht's gut. Und mittendrin in der Woche, nach dreieinhalb Jahren, bricht er den Bund. Und der Groll der Verwüstung wird aufgerichtet. Wie viel sind dreieinhalb Jahre? Dreieinhalb Jahre sind 42 Monate. Steht das in der Bibel? Ja. Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11. Da geht's um den Antichristen und seine Völker. Offenbarung 11, Vers 2. Den Vorhof außerhalb des Tempels. Der Tempel ist gebaut in der Endzeit. Wirf hinaus. Er ist den Heiden gegeben und sie, die Heiden, werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Ja, 42 Monate, das sind ja dreieinhalb Jahre. Ein Monat zwölf, zwei Monate zwölf, drei Monate zwölf, nochmal ein halbes Jahr, das sind zusammen 42 Monate. Das sind dreieinhalb Jahre. Aber die dreieinhalb Jahre kennen wir doch schon aus Daniel 9. Die sieben ist aufgeteilt in zwei. 42 Monate, dreieinhalb Jahre. Offenbarung 11, Vers 3. Ich will meinen zwei Zeugen geben, sollen weissagen, 1260 Tage. Das sind ja auch dreieinhalb Jahre. 360 Tage und 360 Tage und 360 Tage und 180 Tage. Das sind also 1260 Tage. Jetzt geht's weiter in Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12, Vers 6. Das Weih entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat vorbereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt wurde, 1260 Tage. Das sind ja wieder die dreieinhalb Jahre aus Daniel Kapitel 9, Vers 27. Offenbarung 13, Vers 5. Der Antichrist lästert, es wird ihm gegeben, dass es mit ihm wird 42 Monate. Das sind ja wieder die dreieinhalb Jahre. Ja, aber ihr lieben Geschwister, jetzt müssen wir wieder zu dem Thema kommen, Israel und der Antichrist. Daniel 9, ich weiß, das ist eine sehr schwere Rechnung, aber man muss es wenigstens mal hören oder wenigstens das erste Mal hören. Das zweite, dritte Mal hört, dann kommt man besser hinein. Ich komme immer besser hinein, je mehr ich mich selbst damit befasse. Sehen Sie mal, was wir vom Alten Testament von den vier Weltreichen gehört haben. Da gab es doch keine Gemeinde Jesu.
Und sehen Sie mal, wenn hier Daniel 9 von den 70 Jahrwochen spricht, da ist zwar die Gemeinde Jesu wie so ein Zwischenakt dazwischen die 2000 Jahre. Aber wenn dann der Antichrist auftritt, und hier habe ich ja diese 2x3,5 Jahre, diese letzte Woche, die letzte Jahrwoche eingezeichnet, dann muss nach meiner Kenntnis die Gemeinde Jesu schon von dieser Erde weg sein. Sehen Sie mal, es wird gesagt, es gibt Brüder, ich sage das nicht ironisch, wertgeschätzte Brüder, die wirklich im Reiche Gottes arbeiten, die sagen, die Gemeinde Jesu muss bis zum letzten Augenblick durch die große Trübsal halten. Wenn die Gemeinde Jesu jetzt durch die große Trübsal muss, der Antichrist wird jeden töten und umbringen. Es bleibt kein Gläubiger übrig. Ein wahrer, wiedergeborener Gläubiger nimmt nicht das Mahlzeichen des Antichristen an. Ausgeschlossen. Da kann sich der Wiedergeborene gleich mit seinem Blute dem Teufel verschreiben. Ist dasselbe. Das Mahlzeichen des Antichristen, was ganz Dämonisches, ist nicht nur, was wir auf unseren Waren da haben, nicht diese vielen Zahlen und Striche da. Das ist viel mehr. Das ist ein dämonisches Brandmal. Das wird ein wiedergeborener Gläubiger nie annehmen. Also wird er getötet. Gut. Sind alle Gläubigen getötet? Ja und? Jetzt kommt der Jesus wieder zu entrücken. Es ist ja gar kein wiedergeborener Gläubiger mehr da, der entrückt werden kann. Halt, sagen diese Brüder sehr ernsthaft. Die Gemeinde Jesu kommt an einen Zufluchtsort. Wo steht das? In Offenbarung 12. Aber ihr Lieben, erstens Offenbarung 12 kann nicht die Gemeinde Jesu gemeint sein. Weil Offenbarung 12, Vers 1, das Weib mit Sonne, Mond und 12 Sternen Israel sein muss. Weil Israel im Alten Testament immer das Weib Jehovas ist. Immer die Braut des Herrn. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ich will mich mit dir vermählen in Gerechtigkeit und Gericht. Wie oft haben wir das im Alten Testament? Und in 1. Mose 37 haben sie den Kronzeugen dafür, dass Israel mit Sonne, Mond und Sternen zusammengenannt wird. 1. Mose 37, da lesen wir, wo Jakob seine Träume erzählt. 1. Mose 37, da haben wir das erst von den Garben. 37, Vers 9, er hatte einen anderen Traum. Siehe, ich hatte noch einen Traum. Mich deuchte die Sonne, der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Das ist Offenbarung 12. Sonne, Mond und 12 Sterne. Hier neigen sich nur 11 Sterne, weil der Josef ausgenommen ist. Aber die neigen sich nicht vor Josef, Sonne, Mond und 11 oder 12 Sterne, sondern vor dem Herrn Jesus, denn hinter Josef steht der Herr Jesus. Jetzt haben wir in 1. Mose 37, 9, Sonne, Mond und 11 Sterne. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 1, Sonne, Mond und 12 Sterne. Ja, wer sind denn diese 11 Sterne? Ja, das sind die 11 Brüder von Josef. Sonne, Mond, Vater, Mutter und die 12 Brüder. Und der alte Jakob ist empört. 1. Mose 37, Vers 10, mein Sohn, soll ich kommen und deine Mutter kommen und deine 11 Brüder, dass wir vor dir niederfallen? Ja, ihr sollt kommen nach Ägypten. Josef wird einmal Herr über Ägyptenland sein. Sonne, der Jakob. Mond, die Mutter oder die 4 Mütter. 12 Sterne, die Kinder Israels. Offenbarung Kapitel 12. Hier ist Israel gemeint. Jetzt wird aber in einer falschen Schriftauslegung, damit will ich das erstmal abrunden, besser gesagt unterbrechen, wird hier gefolgert, wie dieses Weib, das jetzt angeblich die Gemeinde wäre, das kommt an einen Zufluchtsort. Das steht hier in Kapitel 12 der Offenbarung, Vers 13, 14, dem Weib wird Flügel gegeben, Flügel der Hoffnung, es stehen Flugzeuge bereit, wir geben den Koffer dahin und wir werden zwei Zeiten, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit verborgen. Aber Geschwister, erstens ist das hier nicht die Gemeinde Jesu, sondern Sonne, Mond und 12 Sterne ist Israel. Zweitens, wo kann denn heute, wollen wir mal so sagen, können denn heute so viele Flugzeuge in der Welt bereitstehen, die wiedergeborenen Gläubigen an den Zufluchtsort bringen? Welche Fluggesellschaft hat überhaupt Verständnis dafür, dass wir wiedergeborene Gläubige sind und sagen, Leute, schafft uns weg, wir müssen irgendwo weg vom Antichristen? Sowas gibt es nicht. Nehmen wir mal an, die Flugzeuge wären aber doch da. Wo wollen sie uns hinbringen? Ja, wohin denn? Der Ben Jakob hat uns erzählt, ich bedauere das sehr, dass er das nicht ausführlich erzählt hat. Er hat gesagt, 1973,
als unter dem General Arik Sharon die Israelis die dritte ägyptische Armee eingeschlossen haben, dass die Russen mobil gemacht haben. Und die Amerikaner hatten Alarmstufe 3. Also nicht 1, 2, sondern 3. Standen 2 Millionen amerikanische Soldaten Gewehr bei Fuß. Es war damals Nixon Präsident in Amerika und Herr Brezhnev in Russland. Und da haben die amerikanischen Geheimdienstleute festgestellt, Russland macht mobil, Russland hat am Schwarzen Meer 50.000 Fallschirmjäger, die werden über den Ägyptern heruntergelassen und diese 50.000 russischen Elitesoldaten sollen gegen Israel diese eingekesselte dritte ägyptische Armee herausschlagen. Ja, das haben die Amerikaner durch ihre Geheimdienstleute erfahren. Daraufhin hat der Präsident Nixon einen ganz scharfen Brief geschrieben an Brezhnev und hat gesagt, Amerika greift sofort für Israel ein. Es gibt einen dritten Weltkrieg. Er soll die Finger davon lassen. Da haben die Russen wieder ganz böse zurückgeschrieben. Dann verhandelt man Israel. Israel muss die Armee freilassen, Israel muss sie rückziehen, Israel muss wieder auf seinen Sieg verzichten, wie immer. Ist gemacht worden. Es gab keinen Krieg. Halt. Woher wussten dann die Amerikaner, dass die 50.000 Fallschirmjäger am Schwarzen Meer sind? Durch ihre Aufklärungssatelliten. Die amerikanischen Aufklärungssatelliten haben auf den russischen Panzern, auf den russischen Fahrzeugen die Nummern fotografieren können. So genau sind heute die Aufklärungssatelliten, dass man Nummern sind da nicht groß, nicht 10 Zentimeter vielleicht, oder sagen wir mal riesengroß, 20 Zentimeter Nummern. Die können wieder Kilometer hoch vom Weltraum fotografieren und das Militär hat dann die Unterlagen. Ach, guck mal unten, da sammeln sich die 50.000 russischen Soldaten. Wir sehen da die Nummern auf den Panzern, wir sehen da die ganzen russischen Buchstaben da drauf. So genau sind heute die Aufklärungssatelliten. Liebe Geschwister, wo soll sich da die Gemeinde Jesu verstecken? Bitte. Wo gibt es denn für uns als Gemeinde Jesu einen irdischen Verbergungsort? Das widerspricht doch der ganzen Bibel. Wir sind doch geachtet wie die Schlachtschafe. Die Gemeinde Jesu ist Jahrtausende vernichtet worden. Wo hat die Gemeinde Jesu seit Jahrtausenden einen Bergungsort gehabt? Sicher, unsere Geschwister aus Russland können sagen, wir sind in den Urwäldern Russlands getauft worden, ja. Sind aber auch genug umgekommen und verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden. Aber die ganze Gemeinde Jesu an einen Bergungsort auf dieser Welt, das ist unmöglich, ihr Lieben. Also müssen wir sagen, das Antichrist richtet sich hauptsächlich gegen Israel. Hauptsächlich gegen Israel. Ich greife mal ins Geratewohl hinein, ob ich gerade diese Zeitschrift finde, wo ich das mal aufgezeichnet habe, dass der Antichrist mit den 4 Weltreichen, diese 7 Häupter und 7 Häupter und 10 Herren, das ist alles gegen Jerusalem und gegen Israel gerichtet. Das ist eines in den früheren Nummern gewesen. Da habe ich das mal aufgezeichnet. Da war also hier in der Mitte Punkt Golgatha, Jerusalem, dann Israel und dann die 4 Weltreiche drumherum, dann die 7 Häupter, alle um Israel. Sicher, Gemeinde Jesu ist noch da. Aber wie lange Gemeinde Jesu da sein wird, ihr Lieben, ich persönlich glaube, das Böse kann sich gar nicht offenbaren, der Antichrist, solange Gemeinde Jesu da ist. Darf ich es mal umgekehrt sagen? Die Ewigkeit wird mal offenbaren, was an Sünde und was an Schande auf dieser Welt, an Mord und an Krieg nicht geschehen ist, weil Gemeinde Jesu auf Erden gebetet hat. Ich könnte viele Beispiele dafür erzählen. Wenn aber die Gemeinde Jesu entrückt sein wird, die Welt wird jubilieren. Die Welt wird rauschende Feste feiern, sind jetzt endlich die Gläubigen los. Diese frommen Pietisten, diese verbohrten Fanatiker, die uns immer gepredigt haben, ihr müsst euch bekehren. Stellt euch mal vor, die ganze Welt ist vogelfrei. Niemand sagt mehr, du musst sie bekehren. Stellt euch mal vor, die können so richtig in der Sünde leben. Petrus sagt im 2. Brief, die Sau und Kot. Das ist biblisches Wort. Stellt sich sowas mal vor. Ja, und dann, ja, dann kann sich der Antichrist erst richtig offenbaren. Und sehen Sie, wenn wir uns jetzt so langsam vorgetastet haben zu diesem Thema, die Weltreiche, der Antichrist, Israel, dann haben wir morgen und übermorgen noch Zeit, mit der Gemeinde Jesu das zu besprechen. Was ich persönlich glaube nach dem 2. Thessalonicher Brief, dass das, was den Antichristen auffällt, der hält es auf, das hält es auf. Das ist der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu. Anders kann ich mir es nicht erklären.
was wir bisher gehört haben. Wenn Sie diesen ganzen Zusammenhang so sehen, auch was alles mit der Gemeinde Jesu, mit dem Antichristen gesagt wird, ihr Lieben, muss ich mir noch einmal wiederholen, es sind heute ein paar Millionen Gläubige hier auf der Erde. Milliarden sind schon längst entschlafen. Da muss man sagen, 0,01% von der Gemeinde Jesu hat es in der Endzeit mit dem Antichristen zu tun. Aber niemals die ganze Gemeinde Jesu. Ihr lieben Geschwister, meint ihr, wir paar, die wir hier wiedergeboren und gläubig sind, wir sind alles von Gemeinde Jesu im Himmel? Meint ihr, wenn wir in den Himmel kommen, da geht die Sonne erstmal auf? Überlegt mal, wir kleines Häuflein, wir bilden uns ja immer viel ein. Jede Gemeinde bildet sich ein, ich bin richtig gläubig, du bist falsch. Ich bin richtig gläubig, du bist falsch. Ja, ihr Lieben, uns wird das vergehen, wenn wir vor dem Throne Gottes stehen. Sehen Sie mal, der größte Prediger aller Prediger, der Fürst unter den Predigern, Spurgeon, hat ein Leben lang vor 6.000 Menschen in London gepredigt. Vor 6.000 Menschen. Der liegt auf seinem Sterbebett. Und er sagt, meine ganze Theologie ist zusammengeschmolzen in vier Worte. Und der Mann hat eine Theologie. Die können Bücherschränke füllen mit den Predigten von Spurgeon. Hat er gesagt, meine ganze Theologie ist in vier Worte zusammengeschmolzen. Jesus starb für mich. Wo bin ich dann? No, ich bin in der freien Gemeinde. Und ich? Ich bin der Baptistengemeinde. Und ich bin in der Kirche. Und ich? Naja, wir haben einen Hauskreis. Und ich? Das erzählt doch gar nicht. Meinen Sie, im Himmel zählt das Baugerüst irgendeiner Kirche oder Gemeinde? Die Wiedergeburt zählt. Der geistliche Bau der Leibesgemeinde. Da sind wir paar, wir sind dabei, Gott sei Dank. Und die Millionen, die auf Erden leben, Gott sei Dank, dass die dabei sind. Aber Moment mal, die Millionen, die jetzt auf Erden leben, das ist doch nur ein Bruchteil. Die ganzen Milliarden aus den letzten 2000 Jahren, die werden ja auch alle im Himmel sein. Das ist doch wahre Gemeinde Jesu. Ja, da hat doch die wahre Gemeinde Jesu, die längst entschlafen ist in den letzten 2000 Jahren, gar keinen Bezug mehr zum Antichristen. Nein. Vielleicht eine Berührung. Vielleicht am Anfang nicht, je weiter wir in die Endzeit kommen. Es wird ja immer schlimmer. Warten Sie mal ab, wenn in unserem Land mal eine rot-grüne Regierung kommt. Dann gnade uns Gott. Warten Sie mal ab. Der russische Kommunismus ist brutal, wissen Sie? Der Russe ist ein herzensguter Mensch. Der Russe kann mit Ihnen das letzte Brot teilen. Der ist gut. Das Regime ist schlecht. Und dieses schlechte Regime hat in Russland nicht das richtige Menschenmaterial, auch nicht in Rumänien. Da will keiner was vom Kommunismus wissen. Wir machen eben alle nur mit, damit sie überleben. Aber wenn der Kommunismus mal in Deutschland Fuß fasst, der Deutsch ist gründlich, berechnend, grausam, der führt das durch bis zum Letzten. Da hängen wir alle am nächsten Baum, das kann ich Ihnen sagen. Was glauben Sie, wenn dieses wiedervereinte Deutschland von 80 Millionen Deutschen, da braucht nur noch mal so ein Kerl wie der Hitler kommen und stellt sich an die Spitze dieses dämonisierten Volkes, na dann gnade uns Gott, wo wir dann bleiben werden. Was heute in den Schulen und in den Universitäten ist, das ist grausam. Bei uns in der Nachbarschaft in Bielefeld ist eine der gottlosesten und kommunistischen Universitäten in unserem Land. Sie haben keine Vorstellung, was an diesen Universitäten los ist. Und dieses ganze Schulsystem, dieses ganze Regierungssystem, man merkt das auch über, wie gebildete Menschen beim Wahlkampf im Bundestag, er spricht Doktor sowieso, es ist Professor sowieso, die sind ja wie die Raubtiere. Raubtiere? Ach, das kommt uns so bekannt vor. Griechenland, vier Köpfe, Raubtiere. Unsere Demokratie kommt aus Griechenland. Unsere deutsche Sprache ist von Griechisch und Latein durchdrungen, von Griechenland und von Rom. Und Medo-Persien ist doch nie untergegangen. Medo-Persien besteht doch seit dem 7. Jahrhundert in dem ganzen Islam. Die islamische Baukunst ist rein persische Baukunst. Das geht doch alles weiter. Die ganze Demokratie, die aus Griechenland kommt, na, wenn ich so manchmal, kommt ja selten vor, aber hier und da hört man doch so ein paar Wortfetzen von der Debatte im Bundestag. Es spricht Herr, ach Herr, wie die sich manchmal mit Namen nennen. Es gibt ein Buch darüber. Viel das zu albern, ich habe schon mal gedacht, man müsste sich das kaufen, wo, das wird ja alles mitgeschnitten, mitstenografiert, wo die alles aufgeschrieben haben, mit welchen Namen die sich gegenseitig titulieren, diese gebildeten Herren. Das sind ja richtige Raubtiere, natürlich. Auch Demokratie kommt hier aus dem griechischen vierköpfigen Raubtier. Ja, ihr Lieben, wir leben in einer ernsten Zeit. Wir werden Berührung haben. Je weiter wir in die Endzeit kommen, umso kälter, umso dunkler wird das. Aber ich glaube, wir werden morgen darüber hören, dass der Herr seine Gemeinde dann entrücken wird,
dass sich das Böse erstmal richtig offenbaren kann, wenn die Gemeinde weg ist. Nicht, dass ihr meint, wir sind jetzt leidenscheu. Wir wissen nicht, was wir noch vor alles erleben können. Und wenn wir äußerlich keine politische Verfolgung haben, ihr Lieben, wir haben auch als Gläubige genug andere Leiden. Denken Sie nur an Krankheitsnöte, die Gläubige haben. Denken Sie nur an unerlöste Kinder. Wie Eltern und Großeltern um ihre Kinder weinen, die unbekehrt sind. Das ist ein seelischer Schmerz. Ein Leiden, der ist mit körperlichem Leiden gar nicht zu vergleichen. Durch das Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein Allgeltenbildes sein. Wir haben auch Leiden und Trübsal im freien Westen. Zwar keine politische Verfolgung, aber Leiden und Trübsal. Wir brauchen uns nicht nach der großen Trübsal zu sehnen, ihr Lieben. Oder darüber sprechen, dass die große Trübsal für die Gemeinde ist. Ich glaube es nicht. Nach dem, was wir bisher hörten und was Sie in der Kürze dieser Bibelwoche sagen konnten, Israel und der Antichrist, Israel und die Weltvölker aus dem Alten Bund, Israel und die große Trübsal, das sind die Kontrahenten, Jerusalem und Babel. Hier ist der Kampf seit 2600 Jahren. Babel 1, Babel 2, Babel 3, das hörten wir in den ersten Stunden. Hier ist der Kampf. Wir sind noch da. Wir werden Berührung haben. Natürlich kämpft der Satan auch gegen uns. Aber es geht politisch, geistesmächtig, hauptsächlich gegen Jerusalem und gegen Israel. Denn hier kommt der König wieder. Wir gehen ja sowieso in die himmlische Herrlichkeit. Und wenn der Antichrist uns umbringt, soll er doch. Umso schneller sind wir beim Herrn. Wenn im Westen eine Atombombe fällt, dann bitten wir bitte direkt auf uns. Genau auf meinen Kopf die Atombombe. Da bin ich gleich beim Herrn. Ich habe auf dieser Welt nichts mehr zu verlieren. Ich habe eine Verantwortung für das Reich Gottes. Eine Verantwortung für meine Familie, für meine Kinder. Mehr aber nicht. Wir hängen nicht an dieser Welt. Je früher der Herr kommt, umso besser. Maranatha, unser Herr, kommt. Wir seufzen und beten, komme bald, Herr Jesus.